Der meiner Meinung nach am meisten unterschätzte Aspekt der jungen Akademie ist einer, den ich zu Beginn gar nicht so erwartet hätte. Ja, haben wir in der jungen Akademie eine unglaublich offene Diskussionskultur gepflegt. Es wurde unglaublich viel diskutiert und sich über politische Themen ausgetauscht. Es wurde einem klar, dass Menschen ein ganz verschiedenes Verständnis von Demokratie, von politischen Prozessen haben. Und das hat einem sehr geholfen, Dinge zu reflektieren. Die junge Akademie bietet mir eine ideelle Förderung. Das bedeutet, dass ich Zugriff auf ganz viele unterschiedliche Workshops und Fortbildungsmöglichkeiten habe, unentgeltlich, was für mich als Studentin natürlich super gut ist. Ich habe mich bei der jungen Akademie beworben, weil unsere Welt gerade in einem etwas schlechten Zustand ist und ich gerne was dagegen tun würde. Dabei bietet mir die junge Akademie die Leitplanken, die ich brauche, um das Projekt auch wirklich umzusetzen. Und ich finde, es ist toll, dass man da auch sich in verschiedene Richtungen entfalten kann. Also jede Idee, die wir da in der Gruppe hatten, die wurde natürlich unterstützt. Das ist auch, glaube ich, mit das Schönste an der jungen Akademie, dass wir alle ganz unterschiedliche Hintergründe haben. Neben tollen Workshops werden dir auch Mentoren zur Seite gestellt und du triffst auf ein wirklich gutes Netzwerk. Also, mach mit und bewirb dich jetzt, damit du beim Jahrgang 2021 dabei sein kannst. Ja, mach mit!